Hallihallo, Löschen und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei Minecraft Live in the Woods bei einer sehr, sehr traurigen Folge mit dem Darky Priest. Nein. Und dem Knusperkopf, ja. Ja. Eine sehr, sehr, sehr traurige Folge. Ach je, jetzt tu doch nicht so. Mensch. Ich hab schon Pipi in den Augen, Mann. Du brauchst du nicht haben, Mensch. Ich komm noch wieder. Ja, zur Erklärung. Kann der Darky ja kurz erklären? Ja. Nochmal, also wir haben es zwar in den vorhergehenden Folgen schon mal gesagt, aber... Ja. Ab dieser Folge ist bei mir eine Weile Pause, und zwar, weil ich in Urlaub gehe. Und das ist überhaupt nicht traurig, das ist richtig geil. Das Schwein geht in Urlaub, Mann. Aber weiter hinter würde ich nicht. Wie weiter hinter? Das würde ich jetzt Ende, genau. Ende Gelände, ne? Pass mal auf, wenn du aus dem Urlaub wieder da bist. Ja, nee. Also, nee, ich gehe jetzt in Urlaub und genau. Bei mir sind noch ein paar Folgen kommen jetzt bei mir auch und ja. Ja, wenn ihr diese Folge seht, ist er glaube ich schon fast im Urlaub, oder? Am 22. gehe ich. Also, es wird schon ziemlich eng. Ja, 17, 18, 19, 20. Nee, noch nicht ganz, aber mir reicht's keine Aufnahme mehr. Richtig, genau. Gut. So, na, wir buddeln noch ein bisschen weiter. Jetzt kommt eher mehr Stein hier, was wir ein bisschen abfummeln müssen. Genau. Wie hoch komme ich da? Und den Stein, den du senkrecht nach oben noch abbaust als letztes, da kommt auch gerne nochmal Sand runter. Nur zur Information. Okay. Also wenn du straight nach oben guckst, meine ich jetzt so, weißt du? Bei mir zumindest kommt da noch Sand runter. Well. Okay. Well. Well. Ja, wir haben ja noch einiges zu buddeln. Vielleicht mache ich da ein bisschen offscreen noch weiter und mache da mal so eine Zwischenfolge oder so. Ich weiß es noch nie, wie es wird, wenn der liebe Darky... Boah, ich hätte ja so gern wenigstens das Portal gesetzt, dass ich das nochmal sehen könnte. Ja, das weil es war ja genau so meine Idee. Ja, das wird aber, glaube ich, heute nichts mehr. Nee, das wird nichts mehr. Genau. Also, was passiert, wenn Darky im Urlaub ist, weiß ich ehrlich gesagt noch nie. Ich werde bestimmt mal ein Völkchen aufnehmen oder so. Dann ist es aber mal so ein einzelnes Völkchen vielleicht. Oder vielleicht mal zwei, drei oder so. Ich werde mal sehen. Ich weiß es selber noch nie. Wie ich Lust und Laune habe. Ja, und vielleicht hat ja auch Petsy Bär mal gesagt, der hat ja auch mal Bock. Wenn er wieder ein Headset oder was auch immer hat. Keine Ahnung. Ja, oder ich mache mal ein anderes Projekt oder so. Ich habe ja vor, zum Beispiel... ja, im Dezember kommt der Sausbock raus, der zweite Teil, den ersten Im Teil Dezember, so lange bin ich nie im Urlaub. Nein, lass mich doch mal ausreden. Ja, im Dezember kommt der zweite Teil und vorher wollte ich noch den ersten Teil auf mein Chanel bringen. Deswegen, das wäre noch so ein Projekt, was ich habe es zwar schon mal gespielt, aber privat damals. Und würde es halt aber gerne nochmal eigentlich zocken. Ich hätte eigentlich auch richtig Bock drauf. Und halt dann via Aufnahme und auf dem Kanal sozusagen, dass ich dann im Anschluss dann den zweiten Teil dann direkt auch noch aufhauen kann. Fand ich auch geil. Ja, also jeder der South Park mag, der fand auch das Spiel geil. Und der zweite soll ja noch, also was ich da schon so ein bisschen gesehen habe, also freue ich mich echt schon mega drauf. Das Kampfsystem wurde überarbeitet und alles drum und dran. Also das wird schon echt lustig. Aber leider kann ich ja nicht die unzensierte Version spielen. Ulu Gamer. Naja, Ulu YouTube. Ulu Deutschland. Ja, eben. Und das ist ja nur die Gamer, nicht die YouTube. Nicht die YouTube, Junge. Gamer ist da nicht für unzensiert zuständig. Natürlich. Bitte? USK. Entschuldigung. Wollte gerade sagen. Jetzt haben wir die gleichen Affen sind. Naja, es sind alles Affen, sagen wir mal so. Also nichts gegen euch, aber ihr seid Affen. Oh no. Jeder Gamer kann euch nie leiden. Sag ich euch gleich von vornherein. Besonders, dass ihr immerhin noch nicht mal berafft habt,
dass er, dass vielleicht Computerspiele auch Kunst sein können. Ja. Da mag ich euch schon nicht leiden. Ach ja, ja, übrigens, der Timo ist an, falls du fragst. Ist der Timo an? Nee. Okay. Solltest du mal anmachen. Nö. Sehe ich nicht. Nö. Da baue ich lieber Sand mit der Pickaxe ab, du, sag ich dir. Warum machst du das denn so wie ich? Ja. Hat überhaupt keinen Sinn. Ich bin anpassungsfähig. Okay, läuft bei dir. Ja. Nu. Wir machen hier überhaupt keinen Fall. Riesenraum, auch gar nicht. Also. Nee. Also mal so. Nein, so gar nicht, ne? Ja noch, also das ist noch im Rahmen des. Ne? Also, da gibt's tausendmal schlimmere Sachen. Da hab ich selbst schon schlimmere Sachen gebaut, ja, also. Hier, bitte Screenshot einfügen. Nein, hab du ich Du bist leider aber nicht auch mehr. Ein Psycho. Was bin ich? Ein Psycho, in den Sachen. Naja, ich, ja. Und also das ist nicht mal böse gemeint, das ist mehr so. Es ist in Videospielen übertreibe ich gerne mal, ja, das gebe ich auch gerne zu. Das darfst du ja auch machen. Dazu deswegen habe ich ja auch dich gefragt, auch kann ich dich mal eben fragen, wie ich denn diese komische Sache hier unter meinem Hexenhäusel machen soll. Und da schossen mir auf einmal Blitze durch den Kopf, das glaubst du gar nicht. Und ihr seht, wie groß die Blitze waren. Ja, da wollte eigentlich bloß eigentlich ein kleines Labor bauen. Ja. Und dann, ja. Ist es jetzt eigentlich, so doch... Und ich muss es jetzt wirklich gestehen, ich wollte eigentlich nur jemanden, der mir sagt, Mensch, ich crafte dir mal eben ein Radar. Hm? Seht ihr? Seht Kann ihr ich doch was? Machen. Ja, ja. Aber hier kommt nie nur eins rein, so. Ja, la 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 la. Läuft bei euch. Nee, aber ich muss ja mal sagen, zum Übertreiben sind ja Videospiele auch mit da. Ne? Richtig, also, richtig. Nee, und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Also ich finde es voll geil. Und ich meine... Also, eine Idee, eine Ausführung. Es gibt echt schlimmere Sachen. Ich selbst habe auch schon schlimmere Sachen gebaut, also größere Sachen. Wie gesagt, du hast das, glaube ich, schon in einer der letzten Folgen mal irgendwann erwähnt, ne? Mhm. Ich hatte ja mal damals auf unserem ersten Server, den wir hatten, habe ich ein Projekt gehabt, das war 100x100 Blöcke breit. Also, das war schon... Und dann war es kein Haus, was auf einer ebenen Fläche stand, sondern die 100x100 Ebene wurde dann stufenweise nach unten noch ausgebuddelt. Bicke Junge. Bis auf den Grund. Ne? Bicke also, Junge. Ja, warte. Und da ragte dann ein, ja, wie sagt man, naja, ein Haus würde ich es jetzt nie nennen, aber wie so ein Riesenturm, der ganz skurril aussah, irgendwie meiner Meinung nach danach, ragte dann aus der Mitte raus hervor und, war schon echt lustig, vor allem das Ausbuddeln, da haben wir zu 5 Wochen lang dran gebuddelt. Und alle haben mitgemacht, das fand ich gut. Warte mal, ich bin hier viel zu weit, ne? Und alle haben mich dafür gehasst. Kann ich gar nicht verstehen, aber... Das kann ich nachvollziehen. Nee, ich nicht. Verstehe ich nicht. Will man schon mal kreativ sein, dann heulen sie alle rum, weißt du? Nö, alles gut. Also ich glaube, wir zwei sind da ziemlich auf dem gleichen Trichter. Ja. Die Details werden halt ziemlich, ja... Also die dauern halt noch ein bisschen. Ja, Details weiß ich noch nicht. Also, so richtig eine Idee, das kommt dann noch. Sagen wir es mal so. Das kommt noch. Erstmal machen wir das Grobe und dann ist das klar. Wir können ja nicht mit dem Feinden anfangen, wenn wir den Raum noch nicht haben. Das ist ja... Richtig. Bin schon wieder voll. Ja, mit ein paar Sand. Ansonsten geht's. So, mein Rucksack ist voll. Ja, ich leg die über oben ab in den Kisten. Ja, ich schaue sie in den Rucksack. Ich bring sie dann halt nach dieser Folge. Bringe ich dann halt alles ins Lagerhaus. Da haben wir dort auch was. Oh, da brauchen wir aber auch definitiv von hier auch eine What? Verbindung. Was nun? Wasser! Be water, my friend. Shut up and
Du, don't do this, Junge! Geh mal das Loch stopfen. Na, hoffentlich geht das jetzt nicht so weiter. Natürlich geht das so weiter. Nein, tu das nicht. Glaubst denn du? Was mich ja immer ein bisschen nervt, ist, ich stelle bei solchen Bauten stelle ich immer die Fackeln auf den Boden, ne? Weil an der Wand macht keinen Sinn, wenn ich die Wand wegreiße. Und dann kommt sowas und alle Fackeln sind weg. Verrückter Junge. Riesenfeuerball. Ach so, ich mache hier gerade drüben was falsch, ne? Sehe ich gerade, merke ich gerade. Ja, ja, das ist nicht so ganz. Naja, haben wir das schon wieder repariert hier. Repariert? Alle gut. Muss ja auch enger werden. Was? Aber langsam bist du ansteckend. Selbst in meinem, ach, wie heißt denn? Wüsste ich doch nicht, von was du redest. Jetzt weiß ich den Titel nicht mehr. Sky. No Man's Sky. Genau. No Man's Sky? Habe ich sogar mein Schiff repariert. Repariert? Repariert, genau. Repariert. Ach, das meinst du mit ansteckend, oder was? Ja. Achso, ja. Passiert. Oh. Läuft. It happens. hallo, Wasser. Was, schon wieder? Nein. Was ist denn bitte los? Das täuscht. Das ist bloß Ozean, du. Ja, ich sag doch, hier ist Ozean. Wollte ich dir aber nicht, das glaube ich dir aber nicht, du. Okay. Ja, ich weiß, dass da oben Ozean ist, aber das liegt halt daran, dass der Sand von, ja, Wasseroberfläche hier runter von rutscht. Millionen Kilometer, nicht, dass du da hoch willst, aber... Nee, das ist halt zu viel. Das wollen wir gar nicht, ne? Nee, was? Wir sind ja eigentlich schon viel zu hoch. Mit dem ganzen Scheißsand. Ja, ja, eigentlich schon. Eigentlich ist so das Rote ja, so da, ein bisschen. Nein, fast. Ja, eins über dem. Also hier, die Höhe da oben. Also ja, du eins siehst über ja hier dem Fenster, vor dem, ne? Ja, genau, eins über dem Fenster würde ich so abtragen. Ist, siehst du das Eisen hier? Eins drüber. Das hier. Mhm. Ah ja, genau. Nee. Doch, noch. Nein. Ich hab doch schon eine Reihe lang gezogen. Eine Line gezogen dort oben. Ach, du willst noch eins höher? Okay. Ja, ja, das ist eins über dem Fenster. Das sieht ja schon. Ach, wegen dem. Ja. Nee, so sieht das ja irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Dachte ich mir vielleicht. Aber ganz ehrlich, wenn du mal hier oben stehst, es reicht. Das sagst du. Ja, das ist auch genug. Also glaub mir. Das sagst du. Also das, was du jetzt da Ende hast, ist genug. Glaub mir. Also, boah. Dann siehst du ja gar nichts mehr. Du weißt schon, dass man Portale... Setz dich mal auf den Stuhl. Hier, du. Auf den Stuhl. Du weißt schon, dass man Portale variieren kann von der Größe, ne? Kann man die in der ganzen Fläche machen? Wir könnten jetzt hier... Oh, geil! Wir könnten jetzt diese Umrandung alles aus Obsidian bauen, von dem Fenster, und das anzünden und es wäre ein Portal. Oh, das machen wir mit der Rückwand. Yippie! Gut, jetzt hab ich Angst. Jetzt werd ich mal größenwahnsinnig hier. Boah, Katzen. Katzen? Die randalieren schon wieder bei mir her. Was ist denn da los? Ja, die randalieren halt. Wie gerne mal. Wir müssen ja auch immer vor dem Drucker rumhuppen. Print? Ja, die wollen, weiß ich nie. Ihren Arsch drucken. Genau, ihren Arsch scannen. Bei Facebook hochladen. So, läuft bei denen. Und damit Leute anstupsen. Was? Ach nee. Lalala, ja, ja, ja. Also für dich reicht's, für mich reicht's noch nie. Keine Schaufel. Der Typ, der
Hast du meine Schaufel? Komm du mal aus dem Urlaub wieder. Dankeschön. Bitteschön. Stimmt, nach der Aufnahme. Aber übertreib's bitte nicht so. Ja, ja, Dagi, mach ich nicht. Nee, nee, läuft bitte. Ich sehe schon. Und hier sehe ich nochmal fünf Reihen von Leuten, die da sitzen, auf ihre PCs starren und vorne. Yes. Ja. Wusste ich gar nicht, dass man das so groß machen kann, wie man will. Fiel mir gerade so ein, dass ich dir das ja auch mal sagen könnte. Weißt du, was eigentlich geil wäre, wenn man ein Portal hätte, was man... Also wenn man die Nether-Portale auch immer an- und ausschalten könnte, das wäre geil. Also einwahlmäßig. Also wenn, ne? wenn da jemand eine Idee hat, wie man sowas... Es muss ja nicht... Ich muss mal sagen, ne? Es wäre... Ich fände es geiler, wenn wir ein Portal dastehen hätten, ohne Funktion, was man an- und ausschalten kann. Fände ich geiler wie ein Nether-Portal. Dass oben im Prinzip die PCs einen Sinn hätten. Jein. Also die müssen jetzt dafür, aber dass man das irgendwie mit Redstone ein Portal aktivieren könnte, sozusagen. Wisst ihr, wie ich meine? Boah, das ist, wenn es den Anschein erweckt, wie halt Stargate oder was auch immer. Aber wenn es ohne Funktion wäre, wäre es mir egal, wenn es eine Alternative zum Nether-Portal wäre. Dann würde ich auf das Nether-Portal von mir aus verzichten, weil wir nutzen sie eher weniger. Und wenn dann nicht hier? Obwohl. Ja. Naja, im Endeffekt können wir es ja dann hier nutzen, wenn wir hier eins reinbauen. Aber wenn es halt eine An-Ausschaltmethode geben würde, fände ich das cooler. Die man hier reinstellen kann. Immerhin ist es ja eigentlich alles nur Deko, wenn man es mal genau nimmt. Mega Deko hier. Also ich muss ja aber sagen, ich würde wahrscheinlich noch ein Stück nach hinten dann irgendwann buddeln. Echt? Aber wenn du das so groß machst, dann passt das doch. Ich meine, wenn du hier stehst... Ja, die das, oben müssen noch weg, ja. Ja, wenn du hier stehst, geht's. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, hier sitzt, dann... Ja, vielleicht noch, weiß ich nicht, 3-4 Reihen auf jeden Fall würde ich noch nach hinten gehen. Echt? Alter. Aber sonst sind die Sitzplätze eigentlich geil. Du weißt, dass die nicht für irgendwelche Leute gedacht sind. Die sind für NPCs. Ah, es geht schon scheiße an. Ja, das Problem ist aber, weißt du, was das Problem ist? Es gibt nur stehende NPCs. Ach so. Sitzende wären cool. Weiß ich nicht, aber ich glaube, es gibt nur stehende, glaube ich. Echt? Man könnte ja hier noch jetzt im Prinzip Treppe, drei Treppen nach oben und dann im Prinzip das Nether-Portal. Also, dass man im Prinzip die Breite jetzt lässt. Und hier geht's drei Stufen nach oben, Netherportal. Drei Stufen? Warum drei Stufen? Ja, oder zwei Stufen von mir aus. Ich hätte die Stufen hätte ich wahrscheinlich mit Slabs gemacht. Damit es ein bisschen war weiter oben ist, aber nie so krass weit oben ja, ist. Ja, aber also rein von Stargate wäre es in der Mitte eine Rampe. Also oder wir Stargate machen eine Rampe. An sich hätte eine Rampe in der Mitte. Oder wir machen eine Rampe. Mal auch machen. Oder? Aber es sieht schon fast Stargate-mäßig aus, wenn ich da so hochschaue. Weißt du, was eigentlich, cooler wäre? Ich baue das noch ein Stück nach hinten. Mhm. Na? Und baue hier aber noch ein Stück raus. So, ach, jetzt wieder größer praktisch. Ja, das ist erstmal egal. Aber baue hier noch in zwei raus. Mhm. Vielleicht. Ja. Dann wirkt das halt wie so ein Kasten, der da rausguckt, weißt du? So. Ja, es soll ja eigentlich auch ein Kasten sein. Ich würde sagen, wenn wir da zwei rausbauen, ich denke, das geht. Und dann können wir ja vielleicht den Boden so aus Glas dann noch machen oder so. Also so, dass das um die Ecke aus Glas geht, dann. Okay.
So ein Glaskasten, der da rausguckt. Weißt du, wie ich meine? Na, oder? Eigentlich soll das hier oben ja eine Kommandozentrale sein. Ja, richtig, aber wenn du hier und die schauen hier runter hast, und befehlen im Prinzip, was die hier unten machen. Ja, aber wenn du hier Stein hast, kannst du ja einer drunter stellen und die oben wissen nicht, was mit dem, was der hier unten macht. Das wäre ja dann wieder ein Sicherheitsrisiko. Hm. Hm. Ja. Ja, okay. Oder ich mach halt, weiß ich nie, oder ich mach halt dann bloß. Oder eins zumindest. Dann hier vielleicht bloß Glas rein oder so. Ja, aber du musst ja immer dran denken, dass hier noch eine komplette Ebene Mauer reinkommt. Wie meinst du das jetzt? Ja, du wirst das nicht so lassen. Ja, na klar, das wird bloß ausgetauscht. Was anderes ist das denn? Ach so. Ja, wir tauschen das aus. Du kannst auch da Glasrunden reinmachen, ja, klar. Oh, jetzt kommt gleich Wasser. Ich komm nicht mehr ran. Ja. La la la. Lass sie doch, da kommst du ran. Nö, will ich jetzt nicht. Komm auch anders ran. Ich könnte auch bloß hier, wo ich jetzt freigelassen habe, Glas lang machen. Könnten wir auch machen. Dass hier Normalstein ist oder was auch immer. Mhm. Und hier in der Mitte halt bloß diese Glasecken rumgehen. Hm. So. Oder vielleicht reicht doch bloß eins nach außen, hä? Ich würde eins nach außen. Ja. Dass die Glasfront einfach eins nach außen gesetzt ist, genau, vielleicht. Genau. Hm. Okay. Finde ich schöner. Ja. Guck mal, falls ich es baue, dann gucke ich mal, wie es du wird. Ganz ehrlich, hässlich kannst es ja nicht machen. Weil ich weiß, dass du Geschmack hast. Was? Also ist ja nicht so, dass, ne? Nach was schmeckt es denn? Was? Nach grünem Knusperschädel. Der kostet immer mal an mir. Steck ihm die Zunge in das Pipiloch. Nein, das hat er jetzt nicht gesagt. Ach ja. Ach, ich werde dich so ein bisschen vermissen. Ja, nur ein bisschen. Hacke. Übertreiben wollen wir es ja nicht. Picke. Ja, darf ich da erstmal craften, Pfeife? Ja. Danke. Ich will ja noch was machen. Wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Ach je, oder? Na doch. Ach komm. Das machst du doch mit Absicht. Wir machen jetzt eine Special-Folge, die geht einfach mal 3 Stunden. Weißt du, letztes machen wir jetzt eine 3-Stunden-Folge. Nein. Morgen arbeiten läuft bei uns, ne? 10 Minuten genau. Vorher aufhören, weil wir haben ja auch. Ich gehe jetzt arbeiten. Ach komm, 5 Minuten Stream geht noch. So, guten Morgen, Leute. Ich streame jetzt noch 5 Minuten nach unserer 10-stündigen Aufnahmesession. Mir geht es soweit ganz gut. Ich muss bloß jetzt meine Bahn kriegen. Ach nee. Richtig, ach nee. Ach, scheiß Sand. Boah, ich könnte jetzt auch gerade so richtig schön weiterbauen. Ja, ne, das reizt gerade ein bisschen. Ja. Aber wenn ich so auf die Oko gereizt, das Schlafen auch so ein bisschen. Mhm. Ich habe noch nichts gegessen. Ja, ich muss dann auch noch was essen. Ich hab Hunger. Mutti hat mir nichts zum Essen gemacht. Ja, meine Brotbüchse war heute leer. Ach, nee. So, ja. Wie gesagt, ich muss mal gucken, wie das dann wird. Wie das dann wirkt, vor allem wenn ich dann in der Mitte noch dieses Podest lang baue. Ja. Wenn wir die Reihe jetzt noch rausziehen, ich denke, das könnte dann fast schon reichen. Machen wir jetzt einfach mal. Ich meine, zubauen kann ich so immer noch wieder. Soll jetzt kein Problem darstellen eigentlich. So. Ich würde sagen, Sand haben wir erstmal genug für die nächsten. Ja, so 2-3 Sand habe ich jetzt auch. Ja, ich kann nichts mehr. Ich kann auch nichts mehr.
Lal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